Den Schaufelt. Und wie läuft's? Sehr gut. Du hast ja schon echt viel geschaufelt. Ja, das stimmt. Alles heute Morgen vorm Frühstück noch. Ja, klar. Beziehungsweise nach dem Frühstück. Das geht super gut. Schön fest und cremig und mit dem alten Spaten. Das geht richtig gut. Oh, so schwer. Meinen Sie, wir haben erst 11 Uhr und sie hat schon so ein tiefes Loch gegraben? Richtig. Sehr krass. Warum gräbst du so ein Loch? Keine Ahnung. Für mich oder was? Ja? Für mich? Klar, natürlich. Da muss ich aber noch ein bisschen länger graben. Länger? Ja. Ja, man kann mich ja so Beine anlegen. Oder seitlich legen, ja, genau. Ja, deswegen auch hier diese kleine Kurve. Ja. Verstehe ich schon. Xen will mich loswerden. Aber das Gute ist, bis sie das. Jetzt geht's nicht mehr, wenn du so ein Video hast. Ja, das stimmt. Das Gute ist, bis sie das wieder zu hat, dauert wieder eine Stunde ungefähr. Bist du sicher, dass du das geschafft hast? Weil so wie das jetzt gerade. Ja, gut, du bist wahrscheinlich schon außer Pust. Und Oskar? Findest du das Loch gut? Da könnte man jetzt super drin spielen, gell? Das wäre jetzt was. Fleißig. Du brauchst mir jetzt nicht die ganze Zeit zuschauen. Doch, wir wollen sehen, wie du so viel Loch geschafft hast in so kurzer Zeit. Das habe ich nie behauptet. Oskars Sandkasten ist noch abgedeckt. Ich mach mal auf. Ich glaube, mit Oskar wird das etwas kompliziert. Und Kamera. Ich habe ja gar keine Hand mehr frei. Das geht nicht. Müssen wir wann anders machen. Warte mal kurz, um zu mal aufklären, warum Xirin da so tiefes Loch gräbt. Das hat jetzt tatsächlich nichts mit mir zu tun, sondern der Teich ist irgendwie undicht. Und im Zuge dessen, dass wir alles ein bisschen umgestalten wollen, beziehungsweise auch für den Oskar sicherer machen möchten, haben wir gesagt, kommt der Teich da weg. Der wird wieder zugemacht. Und da hinten kommt der neue Teich hin, dann wird das eingezäunt. Und dann kommt hier eine große, gerade Wiesenfläche hin, wo wir dann sitzen können mit den Stühlen. Da in der Ecke kommt dann wahrscheinlich der Pool hin. Genau, dann ist da unten mehr Platz für andere Dinge. Der soll ja dann eh weg, der Wagen. So, schauen wir uns das doch mal von oben an. Boah, jetzt holst du das harte Gerät raus. Die Spitzhacke. Das Lustige ist, der Spaten war schon zweimal, glaube ich, gebrochen. Und ich kann natürlich immer nicht warten. Deswegen habe ich den alten Spaten irgendwie nochmal repariert. Er hat einen neuen bestellt, aber der kommt erst morgen. So schaut's aus. Der kommt leider erst am Montag voraussichtlich. Aber da ich schon am Samstag oder Freitag das okay bekommen habe, dass ich da ein Teilchen machen darf, konnte ich natürlich nicht warten. Vor allem bei so einem schönen Wetter, das wir aktuell haben. Und ja. Ich natürlich am Wochenende Zeit habe und frei habe, beziehungsweise Xialin, weil ich passe auf Oskars, Xialin gräbt, ne? Xialin macht immer die schwere Arbeit. Das Kind wiegt 9,5 Kilo, das ist auch schwer. Achso, willst du mir sagen, ich habe die schwere Arbeit gerade jetzt? Da gerade friedlich ist nicht. Es ist gerade chillig hier auf mein Bein. Ich habe einen kleinen Stein gefunden. Aha. Ja, ich habe viele kleine Steine gefunden. Das ist gerade hier so, die Situation hier ist gerade so, wie man es in ganz Deutschland auf den Baustellen sieht. Einer arbeitet, meistens der Schwächste, und der Rest schaut zu. Der Azubi arbeitet. Ja, wir lassen Maxillen weitermachen. Ich bin nicht sehr schnell. Also ich merke, beim Schaufeln bin ich noch nicht ganz stark. Ja, das macht ja auch nichts. Kurz nach. Eigentlich, du musst ja auch nichts machen, aber Xen hat Bock dazu. Es nervt mich, dass ich da nicht gescheit machen kann. Ich spür das. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ich dachte mal, man bringt ein Kind zur Welt und dann ist es geschafft, aber nee, jetzt 10 Monate später merke ich das immer noch. Ja, so ist das. Das sagt dann keiner. Nee, hat mir auch keiner gesagt. Dass dann ein Kind da ist. Nee, das nicht. Dass man aufpassen muss. Nein, auf dich aufpassen muss, dass du nicht zu schwer hebst. Ja. Das heißt immer, ein Kind kommt 10 Monate und geht 10 Monate. Ich dachte 9 Monate. Das sind 9,5, das sind 40 Wochen, das sind 9,5 Monate. Ja gut, die ersten 2 Wochen kriegst du nicht mit. Erst 2 Wochen zu spät. Ja, das stimmt, aber trotzdem.
kriegst du die ersten paar Wochen nicht mit. Oder doch? Ach, du. Okay, die Amy hat sich den besten und höchsten Platz rausgesucht. Dieser Hund ist manchmal so seltsam. Die Erde oder sitzt, ist es schön warm, weil die aufgewärmt ist? Ja, die sitzt da mitten auf dem Erdhaufen, liegt auf, mitten auf dem Erdhaufen. Das ist erstaunlich, dieser Hund. Immer weiter so. Immer weiter. Gut machst du das. Ja. Super. Nicht nachlassen. Sehr gut. Oh, das war schwach. Naja. Okay, der schwächelt. Wir schauen uns den Sandkasten an. Unsere Sitzgruppe. Hast du die schon gezeigt? Nee. Unsere neue Sitzgruppe steht hier unterm Carportdach aktuell. Oh, und ein Bollerwagen. Alles so. Kostenlos. Alles kostenlos. Ja, ist ein bisschen kaputt, aber die Dinger gehen, glaube ich, so schnell kaputt. Es lohnt sich überhaupt nicht, die neu zu kaufen. Die sind eh gleich kaputt. Bisschen dreckig. So, da haben wir jetzt ein Türchen. Damit die Hunde nicht reinkommen. Weil die Hunde benutzen das sonst als riesengroßes Hundeklo. Das wollte ich Katzenklo sagen. Der Sandkasten ist so groß, ich krieg den gar nicht drauf von da vorne. Wenn ich hier lang filmen. Ich habe gedacht, so ein kleiner Sandkasten fürs Kind, ja, das wäre doch schön. Lass Max auch mal einen bauen. Und dann ist das ja entstanden. So irgendwie 4 Quadratmeter groß oder so. Aber mit schönem Sand und mit Rutsche in den Sand. Alles umsonst. Alles umsonst. Wir sind nass geworden. Jetzt haben wir ihn abgedeckt. Nur ein bisschen umgraben. Aber so schön. Ganz feiner Sand. Da werden wahrscheinlich die Mama und der Papa noch mehr spielen als das Kind. Wir brauchen noch sein Spielzeug. Ja. Baby schläft. Alles ruhig. Gut. Oh, eine Rettung. Guckst du da hin? Danke. Oh. Ex, 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 ex. Nein, Spaß, lass es. Das ist kalt. Nicht exen. Oh je. Dankeschön. Pass auf, dass du dich nicht selber verbuddelst. Ja, wenn so eine Erdlawine kommt, bin ich vielleicht weg. Oh je. Na, Oskar. Deine Abenteurer. Und wie gefällt's dir hier draußen? Oskar, schau mal hier. Kuckuck. Komm zu mir. Oskar. Ja, komm. Was ist das, hä? Eine Kammer. Oh. Da waren kleine Erdklumpen auf deinem schönen. Auf meine. Ah. Dings. Ja, das machst du super, das muss auch jemand machen. Hi. Kuckuck. Was machst du da? Messen. Sieht aus wie so ein Drachen. Ja, stimmt. Was machst du da? Ich habe mich im Drachen verfangen. Wasserwaage. Und wir haben geschaut, dass das überall gleich hoch ungefähr ist, damit das nicht am Ende irgendwo voll niedrig ist und auf der anderen Seite voll hoch. Ja, weil die Wiese ist nämlich da hinten viel höher als hier vorne. Ja. Und deswegen muss man das irgendwie gerade machen. Genau, und wir hatten beim alten Teich echt voll den schlimmen Kampf gehabt, dass immer irgendwo Wasser rausgelaufen ist und wir dann auf der einen Seite noch so viel Platz hatten zum Aufgießen und auf der anderen Seite ist es rausgelaufen. Und deswegen haben wir das jetzt so gemacht, dass wir rundherum messen können. Wir vor allem. Dass das gleich hoch ist, damit das nicht plötzlich alles da runterläuft und auf der Seite haben wir noch so viel Platz. Gut. Die Pflanzen dann da hinten trocknen aus. Deswegen, so kann man das gut abmessen mit der Wasserwaage. Und ja, passt. Ein bisschen hier muss noch was drauf. Aber ansonsten passt es soweit. Und jetzt darf Xylien aufwickeln. Juhu. Juhu. Juhu, Bärten aufwickeln. Spielt ihr? Ja. Süß. Beide sitzen sie drin. Schön kuschelig da drin, oder? Stapelbecher. Oh. Hey, Kleiner. Na, du? Wann kommst du jetzt zu mir?
Kommst du jetzt zu mir? Ja, super. Komm wieder zum Papa. Komm wieder zum Papa. Und nochmal zu mir. Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Oh ja.